bisschen vollgepackt, oder? Der Hausmeister hätte es dir rumgetragen. Das kennen wir auch noch nicht. Also das mit dem Hausmeister kennen wir schon. Aber, jetzt ist der Level 116 schon. Der hat ein Level up. Ach was. Mhm. Warum denn immer Moped? Ich brauche ein Moped. Aber ich hatte ja Gott sei Dank mein Schließfach, da habe ich mal meine Sporttasche reingemacht. Ich nehme jetzt mal die Akuma. Die nehme ich immer. Dass es viele Kurven sind. Und es mehr auf Beschleunigung als auf Höchstgeschwindigkeit ankommt. Oh, Turbo. Ma'am. Alter, ich werde immer gleich ganz aufgeregt und lenke immer nach links, rechts, links, rechts. Hell, das nimmt ja da aber die Geschwindigkeit wieder weg. Der ist eigentlich total dumm. Hi, Dudes. Ist dein Abbringmanöver ein bisschen gescheitert? Ja, der ist halt zu fett. Wahrscheinlich der Comic-Verkäufer hier, wenn es. Der Comic-Verkäufer. Oder der Hausmeister. Der hat sich jetzt ein eigenes Moped gekauft. Gekocht? Gekauft! Ja. Kann ich mir durchaus vorstellen. Aber der spielt relativ fair, muss ich sagen. Vor allem, der hat dich vorhin abgetränkt. Spielt relativ fair. Ja, hier auf dem Moped. Jetzt ist er voll runtergefallen. Ne. Alter, oh. Oh Gott. Oh Gott! Oh Gott, jetzt komme ich nicht hoch. Gegen mich. Was ist denn das? Oh Gott. Wow! Alter. Was ist das für eine Scheiße, ey? Alter, Alter, was ist das? Nein, nicht runterfallen! Oh Gott, oh Gott. Ja, liebe Leute, ihr seht, Alter, wie fährt man denn das jetzt, bitte? Alter, Alter, oh, wieder. Oh, jetzt kommt der Verfolger. Jetzt kommt er! Jetzt hat er mich ab, jetzt! Alter, was bist du für ein Drecksack? Der ist gegen mich gefahren! Ich hab's gesehen, der wollte auch gegen mich fahren, aber ich konnte noch ausweichen. Ah, du! Ah! So ein Arschloch. Alter, jetzt habe ich gedacht, wir müssen da gegen dieses Ding fahren. Bist du vorne oder er? Ich. Gut. Ja, der ist ja erstmal entgegengekommen. Ja, kann ja sein, dass der dir nochmal drauf gefahren ist oder selber nicht abgefallen ist vom Motorrad. Ich bin ja auch nicht abgefallen. So, ich dachte, aber es hat halt ewig gedauert, ehe ich mich wieder berappelt hatte, weil ich hatte voll viel Speed poffen. Drauf. Die Musik ist bestimmt jetzt hier nur so, Gott sei Dank, hoffentlich nur hier monetarisiert geschützt, weißt du? Nicht, die ganze Zeit Stille, denn nachher. Weil wir es rauspiepsen müssen. Nee, ich glaube aber bei YouTube kannst du die Musikstücke einzeln ausblenden. Also das habe ich jedenfalls schon mal gemacht und da wurde dann nichts anderes rausgeblendet. Sehr cool, wenn du mit 4 und 6 noch die Neigung des Fahrers so besser. Ja. Ich bin so schlecht gerade, weil er mich voll weg hier gewurmst hat, ey. Affe. Da sage ich noch, der spielt eigentlich ganz fair. Ja, muss ich schon sagen. Spielt eigentlich nicht fair. Der ist hier halt voll an dem Ring hängen geblieben, wo ich gerade durch war. Ja, das war ja das Witz hier.
krieg dich nicht mehr ein. Ich hoffe es. Ich glaube eher nicht dran. Ich glaube, du holst mich noch. Ich hol dich noch. Alter, jetzt bin ich ja fast. Das Blöde ist, dass jetzt wieder diese Situation kommt, wo er gegen uns fahren kann. Ja, aber ich wollte das relativ weit. Alter, jetzt hat sich mein Hinterreifen weggedreht. Aber ich bin Gott sei Dank nicht. Was war das denn gerade? Was denn? Mama! Oh Gott sei Dank. Ich seh dich. Na klasse. Ach, ja fick dich doch! Hoffe mal, dass der dich nicht noch eigentlich nicht dein wegwellert. Alter, ist jetzt hier voll so eine Schiffshupe losgetreten. Wow! Okay. Ja, ganz safe, Leute. Weil es ist so fies, du warst die ganze Zeit vorne. Du machst einen Fehler und alles ist im Arsch. Hast du dich gemutet oder so? Nee. Ich werd grad noch nicht fertig drüber. Wie viele haben wir eigentlich noch? War das letzte? Achso, noch eins. Jetzt steht's da oben. Man müsste auch lesen können. Und danach gibt's erstmal ein richtig schönes Moped. Getuned. Weil sonst, ist ja scheiße. Kann man die Akuma kaufen? Ja, ja. Kannst du eigentlich welche einladen? Ja. Aber nur meine Freunde und das bringt uns nichts. Ja, nee, das ist scheiße. Ich glaube, die Musik ist ein bisschen laut, war die letztes Mal ein bisschen laut, ich weiß es nicht. Keine Ahnung, ich konnte mir die Videos noch nicht angucken. Achso. Vielleicht sollte ich sie ein bisschen leiser machen. Zum Test. Ich bin in unserer Crew Flotter Harry. Was? Ja, vom Crew Run. Ach so. Du bist Großmaul, habe ich gerade gesehen. Großmaul? Großmaul, ja. Ich bin Flotter Harry. Ich glaube, ich weiß sogar noch, wie das zustande gekommen ist. Du, glaube ich, du denkst auch, glaube ich, da dran, gerade wo ich dran denke, oder? Nee, ich wusste es nicht mehr. Zu in Zugeflotter Harry. Ja, das müssen wir nachher klären. Ich ja, ich glaube, es steht so voll auf dem Schlauch. Tschüss, ihr Loser. Wow! Scheiße! Lukas, ramm den weg! Ja. Der ist zu fett für mich. Vor allem mein Auto ist noch viel leichter als eure. Dann würde ich ja schon mal hier fahren. Also ich kenne die Strecke auf jeden Fall. Ich glaube, die sind auch schon gefahren. Alter, jetzt hab ich mich gedreht, jetzt hat er sich gedreht. Tschüss, ihr Loser!
so ein Dreckgesicht. Von meinem Dreckgesicht. Wenigstens habe ich keinen Kerzen im Bart. Ach, bitte. Wenigstens habe ich einen Bart. Ja, und Flöhe. Ne, Flöhe habe ich. Alter, wie weit springe ich? Wow! Vor allem, wie weit meine irgendwie in eben Young wird, da macht sie ja sehr. Mann, wie schnell bist du denn? Oh, Max, komm schräg. Ja, scheiße. Nein! Nein, 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 nein! Ja! Wetten, der rammt dich jetzt weg? Ist mir egal. Ist mir egal. Nee? Sehr fair. Hä? Wo bist du jetzt hinter mir? Ich bin die ganze Zeit hinter dir. So, ich habe dich schon wieder eingeholt. Ich habe aber schon eine Taktik, wie ich das Rennen noch gewinne. Einfach rinfahren. Einfach geradeaus. Ne, ich nutze einfach den Windschatten auf der Zielgeraden. Ziehe ich an den vorbei. Fast runtergefallen. Alter, nein! Was machst du denn denn? Ich kann jetzt halt schräg an der Seite lang gefahren. Fuck it! Ja, extra gemacht, damit ich dich überhole, vor der Zielgeraden. Quatsch. Aber nix gibt's. Alter! Ja, genau! Runter! Mann, weißt du? Das ist ein richtiger. Du kamst immer näher an meine genau, Freundin. Und ich dich einfach mal anstatt zur Seite zu fahren. Ja, weißt du, ich bleib hier einfach stehen. Sorry. Zum Start zurück. Ja, im Rückwärtsgang. So bei 12.000 Umdrehungen. Ist nicht mal richtig runter gefallen. Ja, ist gut. Hier stehe den Fehler ein. Aber ich habe mich angekündigt. Das heißt, du hättest auch nach rechts fahren. Die Rennleitung sollte da mal eine kräftige Strafe verhängen. Ich glaube, 100 Rennen Sperre wäre in Ordnung. Ich glaube, die Rennleitung sollte sich auch noch mal den Unfall vorhin angucken, wo in mich reingesprungen wurde. Wo man sich dann selbst abgeschossen hat. Ach, das ist nie passiert. Du bist in meine Flugbahn geflogen. Aber exakt wahrscheinlich. Jetzt bin ich auch noch letzter deswegen. Hey, achso. Das ist natürlich. Klasse. Ungünstiger Lauf. Hätte ich das Rennen beendet, hätte ich 10 Punkte gehabt. Hätte ich noch 6 Punkte Vorsprung vor dem. Du wolltest nicht zu Ende fahren. Ja. Ob nur Au! Oder dritte Au! Verloren ist es so. Also. Au! Au! Ich habe mir gerade hier so einen abgebrochenen. Also ich wollte gerade diesen abgebrochenen Eisstiel zusammenschieben und dann ist mir das abgerutscht und so mit diesen Kanten voll den Finger. Jetzt habe ich wie nennt man das, wenn man so ein Holzstück im Finger hat? So ein. Ein Arschloch. Genau. Splitter. Wie lange nehmen wir schon auf? Ein Splitter, weiß ich nicht. Ja, dann tschüss. Warte doch mal, es wird noch unten. Was? Du kannst mir das Moped in der nächsten Folge kaufen.
Ja, 50, 58 Minuten. Dann müssen Na, wir noch die 60 voll machen. Nein! Nein? Was willst du in 2 Minuten machen? Ja, Wann lädt ist... das Spiel bei mir jetzt gerade die ja, ganze okay. Dann bis zum nächsten Mal, liebe Zuschauer, wenn es Zeit? wieder heißt. Tschüss. Exakt, wenn es wieder heißt. Tschüss. Und damit Herzlich auf willkommen bei Wiedersehen. GTA Online.